Hallöchen! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich etwas zugeschickt bekommen. Und zwar diese drei süßen Geschenksets. Also eins, zwei und drei. Also das habe ich zugeschickt bekommen von Cosnova. Vielen Dank nochmal dafür. Also ich freue mich wirklich sehr, weil ich mag einfach Essence und die haben so geile Sachen und das ist jetzt eine Limited Edition, deswegen freue ich mich umso mehr. Und ja, jetzt gehe ich ein bisschen näher auf die Produkte ein. Und zwar sind das limitierte Editions, also limitierte Boxen, und in jeder Box ist ein Parfüm drin plus zwei Nagellacke, diese Effect Nail Polish. So, und dann nehmen wir jetzt mal dieses Set hier. Dieses Set gibt es ab September bis Dezember. Ich glaube, wo war das? Überall. Und kosten wird eine Box 7,99 Euro. Und ich finde die super als Geschenk. Also ich muss sagen, ich finde die super schön zum Verschenken. Und ja, machen wir die jetzt mal zusammen auf. Also in jeder ist ein Flakon drin, also einmal dieser hier. Duft soll sein süß, sinnlich, wundervoll. Dieser florale, frische und zugleich sinnliche Duft ist für alle, die von einem Tag im Candy Shop träumen. Okay, bin ich mal gespannt. Candy Shop. Also ich sprühe jetzt mal. Ja, doch. Doch, riecht gut. Also Candy Shop. Oder? Aber irgendwie verfliegt der Duft schnell. Also ich muss sagen, der Duft ist... Moment, ich muss nochmal sprühen. Das ist nämlich, ich glaube, das ja, Eau de Toilette. Nee, ich weiß nicht. Also doch, es riecht aber nicht sehr stark. Also wenn man drauf sprüht, ist es stark und jetzt rieche ich so gut wie nichts mehr. Also ich weiß nicht, ob es an deiner Nase liegt oder an dem Parfüm. Also intensiv ist der Geruch nicht. Aber ich finde den Flakon total süß. So, dazu gibt es zwei Nagellacke. So, und zwar also ich denke mal, das wird ein super Geschenk zu Weihnachten sein, weil hier sind einmal Gold und Rot und das sind diese also Effektlacke, also um die Glitter-Topper, sage ich jetzt mal. Also könnt ihr bestimmt gute Nail-Designs mitmachen. Und zwar habe ich einmal hier Candy Crush, das ist Gold. Und einmal habe ich hier Glitter. Love Apple, und das ist dieser rote. Also total süß. Kommen wir zum zweiten Set. Und das gefällt mir optisch gut, wobei ich das andere auch gut finde, was noch kommt. Aber fangen wir mal an. Das ist Like a New Love. Das ist in rosa gehalten. So schaut's aus. Mach das mal auf. Ist auch ehrlich gesagt schwierig hier rauszubekommen. Also hier aus dieser Verpackung. So. Okay, wählen wir mal diesen Geruch aus. Jetzt nehme ich mal die andere Hand. Also. Jetzt gucken wir mal, was hier erstmal draufsteht. Hier steht nämlich drauf: I love to love. Sehnsucht, Aufregung, wie frisch verliebt.
Einfach wundervoll, floral, romantisch und modern sorgt dieser Duft für Schmetterlinge im Bauch. Okay, das ist jetzt nicht mein Duft. Die Düfte verfliegen schon, muss ich sagen. Der riecht mir jetzt so ein bisschen, nachdem der Duft nachgelassen hat, so ein bisschen nach Seife. Okay, also, okay, weiter geht's. Dann diese Effektlacke. Ah, okay, hier wurde was drüber geklebt, also so ein extra Aufkleber. Okay, einmal hier Baby Your Firework. Das ist so hellrosa und ich glaube, ich meine, ich habe den schon, weil ich so einen habe und ich glaube, das war Baby Your Firework. Und einmal hier Glitter Bomb, also hier in rosa und hier in, was ist das? Ja! Pink, auch rosa würde ich sagen. Also diese beiden hier. So, das dritte Set ist das Party Set. Das sieht so aus. Finde ich auch mal cool. So, was verspricht uns der Duft? Der sagt: We love to dance. Ausgelassen, Spaß, gute Musik und die besten Freunde. Pulsierend, floriental und geheimnisvoll verleiht dieser Duft das Gefühl einer Partynacht, die so schnell niemand vergisst. Okay. So, wieder dieser wunderschöne Flakon. Und ja, jetzt sprühe ich mir das weiter oben. Ja, der riecht, oder riecht der? Der riecht so komisch. Ist auch nicht so ganz meins, aber... Der riecht, da steht irgendwie so ein Geruch drin. Ich weiß nicht, was es ist. Der ist aber schon intensiver als die anderen beiden Düfte. Ich muss sagen, von der Duftrichtung gefällt mir der erste am besten. Der Candy Shop. Passend dazu natürlich die passende Nagellacke. Einmal in lila, Party Crasher und in, die finde ich genial, Jewels in the Pool. Ja, die finde ich geil, blau. Also diese beiden. Und ja, also ich finde das genial. Also ich weiß nicht, ich finde diese Geschenksets super genial. Ihr könnt mir sagen, wie ihr sie findet und ob ihr sie zu Weihnachten vielleicht kaufen werdet und verschenken werdet, ob ihr die Idee cool findet oder was sagt ihr dazu? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare rein. Darüber freue ich mich sehr und mich würde noch interessieren, weil ich meine, okay, Weihnachten ist noch ein bisschen lange hin. Aber mich würde interessieren, weil ich habe mir schon einiges überlegt für Weihnachten. Also ich habe einiges vor. Ich hoffe, ich kriege das alles so hin, wie ich es mir vorstelle. Und ich habe mir überlegt, dass ich eventuell eins dieser Sets an euch verlosen werde. Schreibt mir, wie ihr diese Idee findet, ob ihr das gut findet, ob ihr das scheiße findet, weil ich habe jetzt diese Parfüms also einmal drauf gesprüht. Deswegen weiß ich nicht, ob da noch Interesse dran besteht oder eher nicht. Wie ihr seht, sind die Nagellacke unbenutzt. Also eins wollte ich an euch verlosen. Eins an euch verlosen, wenn ihr wollt. Eins werde ich verschenken und eins werde ich behalten. So mache ich das genau, weil ja, drei Sets brauche ich jetzt nicht. Mir reicht eins. Und ja, also schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Tschüss! Mua!